Hallo und herzlich willkommen beim Bill Creeks. Heute nochmal ein Set von Sluban, dann habe ich jetzt alle Sets durch. Die B0627, 394 Teile. Der Leiterwagen. Feuerwehr, Leiterwagen. Preis und Link, wo ihr das hier günstig euch besorgen könnt. Achtung, Kamera-Adjustment. So, sind unten in der Beschreibung drin. Entschuldigung für den Lärm. Hier ist die Anleitung und ist eine gute Sluban-Anleitung. Hier seht ihr, wie die Figuren zusammengebaut werden. Hier oben die Farblehre. Und ihr seht, die alten Bauabschnitte sind immer entsättigt. Die neuen dann in Farbe. Und da lässt sich wunderbar mitbauen. Also, Watschen einfach. Wie ein bekannter YouTuber aus Frankfurt am Main im Herzen von Europa uns immer sagt. So, hier haben wir Figur, Feuerwehrmann mit Beatmung. Anderer Feuerwehrmann mit schwerem Gerät und einer Stud-Shooter-Wasserpistole sozusagen. Die Minifiguren von Sluban muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, weil sie können zum Beispiel das, also ihr könnt den Oberkörper drehen und man kann den Kopf ein bisschen hin und her wackeln. Und ihr seht schon, der Helikopter brennt und hier ist der Mann, der normalerweise diesen brennenden oder diesen eigentlich nicht brennenden Helikopter steuert. Okay, der Helikopter ist, jo, nettes Beiwerk. A ist er ein bisschen arg rudimentär gebaut, B gefällt er mir in der Farbe auch nicht allzu besonders. Aber für Kinder zum Spielen ist er ganz okay. Ja. Schade ist auch immer nur, dass er wie viele dann nur ein Doppelrotor hat und keine vier Blätter oder drei Blätter. Aber nette Flammen. Windschutzscheibe hier kaum verkratzt. Das geht, kann man nichts sagen. Aber wenn man sich das Set kauft, dann eigentlich nur, weil man einen günstigen Leiterwagen braucht. Und da ist er. Die Teilequalität ist auch hier wieder in Ordnung. Da fällt nichts ab. Die Steine halten gut aufeinander. Die Bautechniken sind rudimentäre Lego-Bautechniken. Also hier ist es nichts dabei, wo er sagt, wow, cool, wie haben sie denn das gemacht? Ganz rudimentär. Aber dafür funktioniert es auch gut. Und er hält auch ein bisschen was aus beim Spielen. Absolut in Ordnung. Es sind ein paar Aufkleber dabei, wie hier Fire. Oder hier die Setnummer 0627. Ein ganz schlichter Leiterwagen zu einem absolut akzeptablen Preis mit den drei Figuren. Wie gesagt, der Hubschrauber, der muss nicht sein. Figuren könnt ihr entweder hier einsteigen lassen oder macht hier oben auf. Fahrer sitzt mittig. Und was nicht fehlen darf, seht ihr das in Blau. Wie so oft bei den Modellen sitzt auch hier von Sluban eine Kaffeetasse. So. Ja, mit einer Hand ist schwer, deswegen machen wir es mal mit zwei. So. Und ihr habt schon Fallen hören. Das ist das, wenn man was öffnet. Mann, oh Mann, da ist sie. Kiste drin. In der Kiste noch Säge. Engländer. Säge. Spitzhacke, schweres Gerät, alles dabei. So, hier sind Stützen zum Ausfahren. Hier die Spritze mit Schlauch.
Und hier der Wagen, der hintere Teil, der Aufbau lässt sich drehen. Rundum. Und kann dementsprechend bewegt werden. Das hier geht auch nochmal. Also von daher ist es doch absolut in Ordnung. Die wichtigsten Funktionen hat es. Ich finde, ein Kind, denke ich, kann mit dem Set gut spielen. Ja, hier stürzt ab und muss sofort hier gelöscht werden. Vorher natürlich nie vergessen, Sicherheit geht vor, also immer die Stützen rausfahren, ganz logisch. Sonst endet alles im Chaos. Alle tot, alles brennt. Ah. Also wie gesagt, für den Preis, jetzt ist er noch ab. Hier ist die Konstruktion ein bisschen blöd. Da ist ein halber Technikpin. Und der geht hier schnell raus. So. Okay. Wenn ihr ein bisschen drauf achtet, funktioniert es aber wunderbar. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Wir messen noch aus. Ha? Messen wir noch aus. Also nur der Wagen ohne den Aufbau oben ist so 19 cm. Dann ist er 6 Starts breit. Sind wir bei 6 cm. Und Höhe, gut, je nachdem wie hoch den Wagen hinten die Leiter praktisch hochstellt. Ne? Also für uns Erwachsene mit Sicherheit kein berauschendes Set. Aber für den Preis hier in Deutschland mit Originalkarton, guter Anleitung, voll akzeptable Minifiguren, finde ich, geht es voll absolut in Ordnung für ein Kind zum Spielen. Ist es ein gutes Set, lässt sich nichts sagen. Wenn es euch gefällt, Link ist unten in der Beschreibung zu unserem Partner von Modbricks, wo ihr das hier kaufen könnt. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin der Frank von den Brickfreaks. Ich kriege jetzt noch mal was von Slubahn, noch ein SWAT-Einsatzfahrzeug in Schwarz, bin ich mal gespannt. Weil Polizei habe ich mittlerweile genug, aber SWAT habe ich noch nicht. Also hat so eine SWAT-Zentrale von Goody, aber da fehlen noch Einsatzfahrzeuge dazu. Das ist jetzt unterwegs per Post. Und dann glaube ich, habe ich für dieses Jahr von Slubahn auch genug vorgestellt. Dann konzentriere ich mich nächstes Jahr nochmal auf die Astronautensets, die habe ich jetzt bestellt. Und dann sind wir mit Slubahn erstmal durch. Vielen Dank, ich bin der Frank. Bye, bye.